Alex Hansel, Trainerin der zweiten Mannschaft in der dritten Liga. Wie läuft die Vorbereitung? Vorbereitung läuft super. Ich bin total zufrieden. Wir haben ja einen etwas kleineren Kader als letztes Jahr, also keine vollen 14, was aber gar nicht so schlimm ist. Ich nehme immer zwei, drei Spielerinnen aus der A-Jugend oder aus der dritten Damen mit zum Training dazu. Taktisch konnten wir noch nicht ganz so viel machen, weil ja Nadine Smith und Merle Heidergott bis jetzt voll bei der ersten waren, außer bei den zwei, drei Testspielen, die wir bis jetzt hatten. Aber seit einer Woche sind die mit dabei und jetzt die nächsten, wir haben ja noch 4 Wochen Zeit, werden wir sehr viel im taktischen Bereich machen, weil die Abstimmungen natürlich in einigen Bereichen noch nicht passen. Aber insgesamt bin ich super zufrieden. Es wird euch womöglich ja die ganze Saison verfolgen, dass Spielerinnen wechseln, das ist ja auch das Konzept, aber gerade wenn es sich um so wichtige Spielerinnen für deine Mannschaft handelt, wie Nadine Smith und Merle Heidergott, ist das nicht ein enormer Nachteil? Vielleicht im Bereich, wenn es wirklich um Abstimmung geht auf dem Spielfeld. Trotzdem muss ich sagen, jetzt Nadine und Merle haben einen super Eindruck hinterlassen, jetzt die paar Male, die sie bei uns waren, weil das natürlich gerade für junge Spielerinnen einen enormen Schub gibt, bei der ersten mitzutrainieren. Alleine erstmal dieses, boah, ich trainiere mit der Erstligamannschaft und dann eben dadurch, dass da viel mehr Tempo ist und die auch täglich trainieren, bringt die das enorm weiter. Und ich, also meiner Meinung nach hat man das jetzt auch im Training schon gesehen. Wie gesagt, an den Abstimmungen hapert es noch ein bisschen, da haben wir jetzt aber 4 Wochen für Zeit und dann noch eine ganze Saison, um das irgendwann zu perfektionieren. Also ich bin da ganz positiv gestimmt, ich sehe da keine Probleme. Letzte Saison war super, vorletzte Saison war super, alles läuft super bei der zweiten. Woran liegt das? Das liegt daran, dass wir einfach immer super gute, junge, talentierte Spielerinnen dazu bekommen. Also wir haben ja wirklich eine junge Mannschaft, jetzt auch wieder mit einem 20er-Schnitt. Die älteste ist Eka Zwick mit 24. Und da kommt einfach immer sehr, sehr viel Potenzial nach. Und dann sind die Spielerinnen, die jetzt eben schon länger dabei sind, zwar auch noch jung, aber eben dann doch schon Drittliga erfahren. Und wir haben einfach eine super gute Mischung. Und die können einfach alle toll Handball spielen und haben Bock drauf. Und deshalb funktioniert das immer ganz gut. Wie findest du, präsentiert sich die dritte Liga allgemein? Das Projekt gibt es ja noch nicht so ganz lange. Ist das eine gute Sache? Es gibt 4 dritte Ligen in Deutschland, Nord, Süd, West, Ost. Wie hat sich das Niveau in den letzten Jahren verändert? Also ich finde, wir kommen jetzt ins 4. Jahr, ne? In den ersten beiden Jahren fand ich den Unterschied noch nicht allzu groß. Jetzt aber im letzten Jahr war das Feld schon sehr beieinander. Also da hat man ja auch gesehen, dass alle von oben auch gegen alle von unten mal verloren haben oder sich sehr schwer getan haben. Und da hat Euthen dann als konstanteste Mannschaft in der Rückrunde den Meistertitel geholt, auch völlig verdient. Aber man hat eben, wie gesagt, gesehen, auch Euthen hat gegen jemanden von unten verloren. Wir haben ein, zwei Mal gegen Mannschaften vom unteren Drittel verloren. Also das rückt wirklich zusammen. Und ich finde das nicht verkehrt mit der dritten Liga. Die Leistungen sind eben ausgeglichener, was ich ja generell schwer finde. Aber das zieht sich ja wirklich durch, dass viele Mannschaften, die in den Oberligen Meister werden, halt erst gar nicht aufsteigen oder Mannschaften, die in der dritten Liga Meister werden, eben auch nicht hoch wollen in die zweite Liga. Deshalb finde ich, dass insgesamt das System nicht passt, auch mit dieser eingleisigen zweiten Liga. Das finde ich sehr gewagt und meiner Meinung nach passt das beim Frauenhandball auch nicht. Du hättest lieber 2 zweite Ligen, so wie es auch vor 2 Jahren noch war, Nord und Süd. Ja, auf jeden Fall. Weil eben einfach keine Mannschaft oder von denen, die Meister werden, wollen dann nur 2 hoch. Und dann fragt man nochmal die Zweiten und die wollen eigentlich auch nicht hoch. Und das zeigt ja irgendwie, dass da was nicht passt. Weil wenn man Meister wird, dann will man ja auch gerade sportlich das dann wagen, hochzugehen. Kann es dann aber immer finanziell nicht. Und das finde ich schade. Und deshalb passt es meiner Meinung nach nicht. Wie ist das bei dir? Du hast ja auch Bundesliga gespielt, Europapokalsiegerin mit dem VfL und sehr viel Erfahrung. Du kennst die erste Liga, die zweite Liga, die dritte Liga. Willst du noch mal Trainerin in der zweiten oder ersten Liga sein? Oh Gott. Momentan bin ich total zufrieden, so wie es ist. Es macht mir enorm viel Spaß. Wie gesagt, das ist eine junge Truppe, die einfach Bock hat, Handball zu spielen. Sonst würden die nicht als Drittligamannschaft gerade auch in der Vorbereitung täglich in die Halle gehen oder dann in der Saison 3-mal in die Halle, 1-mal ins Fitnessstudio. Das ist für die Liga schon ein enormer Aufwand.
Und im Moment passt das alles. Ich habe mir da noch nicht so wirklich Gedanken zu gemacht. Wenn ich das wollen würde, dann müsste ich ja die A-Lizenz machen. Jetzt habe ich die B-Lizenz. Ich arbeite Vollzeit. Also ist das eigentlich so, wenn ich weiter Vollzeit arbeite, schier unmöglich. Deshalb habe ich mir dann noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Aber Trainerjob macht dir schon Spaß, ne? Ja, absolut. Ohne Frage, ja. Das macht richtig Spaß. Das ist ein super Ausgleich. Ich bin oder musste ja leider selber aufhören aufgrund meiner Rückenprobleme. Sonst hätte ich gerne noch 3-4 Jahre weitergespielt. Und so ist das dann halt ein super Ausgleich. Ja, und deshalb will ich das wohl weitermachen.